Bhagavad Gita, wie sie ist, Einleitung. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapanantikam. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, doch mein geistiger Meister öffnete mir die Augen mit der Fackel der Erkenntnis. Ich bringe ihm meine respektvollen Ehrerbietungen dar. Wann wird Srila Rupa Goswami Prabhupada, der in der materiellen Welt den Auftrag gab, den Wunsch Sri Chaitanyas zu erfüllen, mir unter seinen Lotusfüßen Zuflucht gewähren? Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sachivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvidamscha. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen den Lotusfüßen meines geistigen Meisters und den Lotusfüßen aller Vaishnavas dar. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen den Lotusfüßen Srila Rupa Goswamis dar und mit ihm seinem älteren Bruder Sanatana Goswami, wie auch Raghunath Das und Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta und Srila Jiva Goswami. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen Sri Krishna Chaitanya und Sri Nityananda sowie Advaita Acharya, Gadadhara, Srivasa und anderen Beigesellen dar. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen Srimati Radharani und Sri Krishna und ihren vertrauten Gefährtinnen Sri Lalita und Vishakha dar. He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. O mein lieber Krishna, du bist der Freund der Notleidenden und die Quelle der Schöpfung. Du bist der Herr der Gopis und der Geliebte Radharanis. Ich bringe dir meine respektvollen Ehrerbietungen dar. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen Radharani dar, der Königin von Vrindavana, deren Gestalt wie geschmolzenes Gold erstrahlt. Du bist die Tochter König Vrishabhanus und du bist Sri Krishna sehr lieb. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evaja Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen allen Vaishnava-Geweihten des Herrn dar, die wie Wunschbäume die Wünsche eines jeden erfüllen können und die voller Mitleid mit den gefallenen Seelen sind. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara und Srivasa dar
und allen, die sich in der Nachfolge derer befinden, die in Hingabe dienen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Die Bhagavad Gita ist auch als Gita-Upanishad bekannt. Sie ist die Essenz des vedischen Wissens und eine der wichtigsten Upanishaden der vedischen Literatur. Es gibt bereits viele Kommentare zur Bhagavad Gita, und man mag sich daher fragen, warum noch ein weiterer Kommentar notwendig sei. Der Druck der vorliegenden Ausgabe lässt sich folgendermaßen erklären. Kürzlich bat mich eine Dame in Amerika, ihr eine englische Übersetzung der Bhagavad Gita zu empfehlen. Natürlich gibt es in Amerika sehr viele englische Ausgaben der Bhagavad Gita, doch von keiner, die ich nicht nur in Amerika, sondern auch in Indien gesehen habe, kann man sagen, sie sei autoritativ. Denn in fast jeder hat der Verfasser in seinem Kommentar seine persönliche Meinung zum Ausdruck gebracht, ohne dabei dem Geist der Bhagavad Gita, wie sie ist, auch nur annähernd gerecht zu werden. Der wahre Geist der Bhagavad Gita wird in der Bhagavad Gita selbst deutlich. Dies mag ein Beispiel erläutern. Wenn wir eine bestimmte Medizin einnehmen wollen, müssen wir den Anweisungen folgen, die auf dem Etikett gegeben werden. Wir können die Medizin nicht nach unserem Gutdünken oder nach den Ratschlägen eines Freundes einnehmen, sondern müssen den Anweisungen auf dem Etikett oder der Verordnung eines Arztes folgen. In ähnlicher Weise sollte die Bhagavad Gita so studiert und akzeptiert werden, wie es ihr Sprecher selbst bestimmt. Der Sprecher der Bhagavad Gita ist Sri Krishna. Er wird auf jeder Seite der Bhagavad Gita als der höchste persönliche Gott, als Bhagavan, erwähnt. Natürlich bezieht sich das Wort Bhagavan manchmal auch auf ein mächtiges Wesen oder einen mächtigen Halbgott, und zweifellos bezeichnet es hier Sri Krishna als große Persönlichkeit. Doch wir sollten auch wissen, dass Sri Krishna der höchste persönliche Gott ist, wie es von allen großen Acharyas, geistigen Meistern wie Shankara Acharya, Ramanuj Acharya, Madhav Acharya, Nimbarka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu und vielen anderen Autoritäten des vedischen Wissens in Indien bestätigt wird. Der Herr selbst offenbart sich in der Bhagavad Gita als der höchste persönliche Gott, und als solcher wird er in der Brahma Samhita und allen Puranas anerkannt. Besonders im Srimad Bhagavatam, das auch als Bhagavat Purana bekannt ist. Krishnas tu Bhagavan Swayam. Daher sollten wir, wenn wir die Bhagavad Gita, wie sie ist, verstehen wollen, den Anweisungen des höchsten persönlichen Gottes folgen. Sri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manur Ikshvakave Pravit Evam Parampara Praptam Raja Jayo Vidhu Sa Kalenea Mahata Yogo Nashtaha Parantapa Sa Evyam Maya Tidya Yogaha Puratanaha Vaktusime Sakha Cheti Rahasyam Hi Edat Uttamam. Der höchste Herr sagte: Ich unterwies den Sonnengott Vivasvan in der unvergänglichen Wissenschaft des Yoga. Vivasvan unterwies Manu, den Vater der Menschheit, darin. Und Manu wiederum gab dieses Wissen an Ikshvaku weiter. Diese höchste Wissenschaft wurde so durch die Nachfolger der geistigen Meister weitergegeben, und die heiligen Könige empfingen sie auf diese Weise.
Im Laufe der Zeit aber wurde die Nachfolge unterbrochen, und daher scheint nun die Wissenschaft, wie sie ist, verloren zu sein. Diese uralte Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten wird dir heute von mir verkündet, weil du mein Geweihter und Freund bist. Aus diesem Grunde kannst du das transzendentale Geheimnis dieser Wissenschaft verstehen. Bhagavad Gita 4.1-3. Der Herr erklärt Arjuna, dass er ihm dieses größte aller Geheimnisse enthülle, weil er sein Geweihter und Freund sei. Das bedeutet, dass die Bhagavad Gita vor allem für den Gottgeweihten bestimmt ist. Es gibt drei Arten von Transzendentalisten: den Jnani, den Yogi und den Bhakta, das heißt den Unpersönlichkeitsanhänger, den Meditierenden und den Gottgeweihten. Krishna erklärt Arjuna hier, dass er ihn zum ersten Schüler einer neuen Parampara, Nachfolge der geistigen Meister, mache, weil die alte unterbrochen sei. Der Herr wollte deshalb eine weitere Parampara im Sinne derjenigen gründen, die vom Sonnengott herabgekommen war, und es war sein Wunsch, dass seine Lehre von Arjuna von neuem verbreitet würde. Er wollte Arjuna zur maßgebenden Autorität machen. Arjuna wurde also nur in den Lehren der Bhagavad Gita unterwiesen, weil er ein Geweihter des Herrn, ein direkter Schüler Krishnas und sein vertrauter Freund war. Daher wird die Bhagavad Gita am besten von einem Menschen verstanden, der ähnliche Eigenschaften wie Arjuna besitzt. Das bedeutet, dass man ein Gottgeweihter sein und eine direkte Beziehung zum Herrn haben muss. Sobald man ein Geweihter des Herrn wird, hat man auch eine direkte Beziehung zum Herrn. Dies ist ein sehr umfangreiches und schwieriges Thema, doch in Kürze lässt sich sagen, dass ein Geweihter zum höchsten persönlichen Gott eine der fünf hier aufgeführten Beziehungen hat. Erstens, er kann eine passive Beziehung haben. Zweitens, er kann eine aktive Beziehung haben. Drittens, er kann eine Beziehung als Freund haben. Viertens, er kann eine Beziehung als Vater oder Mutter haben. Und fünftens, er kann eine Beziehung als vertraute Geliebte haben. Arjuna hatte zum Herrn die Beziehung eines Freundes. Natürlich besteht zwischen einer solchen Freundschaft und der Freundschaft, die man in der materiellen Welt findet, ein gewaltiger Unterschied. Denn diese Freundschaft ist transzendental und daher nicht jedem zugänglich. Jeder hat eine ihm eigene Beziehung zum Herrn, und diese Beziehung wird durch hingebungsvolles Dienen wiedererweckt. Doch im jetzigen Zustand unseres Lebens haben wir nicht nur den höchsten Herrn vergessen, sondern auch unsere ewige Beziehung zu ihm. Jedes einzelne der Billionen und Trillionen von Lebewesen hat ewiglich eine bestimmte Beziehung zum Herrn, die Svarupa genannt wird. Durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienens kann man dieses Svarupa wiederbeleben. Und diese Stufe wird Svarupa Siddhi genannt, die Vollkommenheit der wesenseigenen Position. Arjuna war ein Gottgeweihter und durch Freundschaft mit dem höchsten Herrn verbunden. Man sollte betrachten, in welcher Weise Arjuna die Bhagavad Gita aufnahm. Das 10. Kapitel beschreibt dies. Arjuna Uvacha: Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Agyam Vipum.
Ahostvam Rishayaha Sarve Devarshir Naradas Tata Asito Devalo Vyasaha Svayam Jaiva Pravishi Me Sarvam Etat Ritam Manye Yanmama Vadasi Keshava Nahi Te Bhagavan Vyaktim Vidur Deva Na Danavaha. Arjuna sagte, du bist das höchste Brahman, das Endgültige, das höchste Reich und der alles Reinigende, die absolute Wahrheit und die ewige göttliche Person. Du bist der urerste Gott, transzendental und ursprünglich, und du bist die ungeborene und alldurchdringende Schönheit. Alle großen Weisen wie Narada, Asita, Devala, Vyasa verkünden dies von dir, und nun erklärst du es mir selbst. O Krishna, alles, was du zu mir gesprochen hast, akzeptiere ich als Wahrheit. Weder die Götter noch die Dämonen, o Herr, kennen deine Persönlichkeit. Bhagavad Gita 10.12-14. Nachdem Arjuna die Bhagavad Gita vom höchsten persönlichen Gott vernommen hatte, akzeptierte er Krishna als Param Brahma, als das höchste Brahman. Jedes Lebewesen ist Brahman, doch das höchste Lebewesen, der höchste persönliche Gott, ist das höchste Brahman. Param Dharma bedeutet, dass er der höchste Ruheort allen Seins ist. Pavitram, dass er rein und unberührt von materieller Verunreinigung. Purusham, dass er der höchste Genießende. Divyam, dass er transzendental. Adidevam, dass er der höchste persönliche Gott. Ajam, dass er der Ungeborene. Und Vibhu, dass er der Größte, der Alldurchdringende ist. Da Krishna der Freund Arjunas war, konnte man nun denken, dass Arjuna ihm all dies nur sagte, um ihm zu schmeicheln. Doch um den Leser der Bhagavad Gita von Zweifeln dieser Art zu befreien, erhärtet Arjuna diese Lobpreisungen im nächsten Vers, indem er sagt, dass Krishna nicht nur von ihm selbst als der höchste persönliche Gott akzeptiert werde, sondern auch von maßgeblichen Autoritäten wie den Weisen Narada, Asita, Devala, Vyasadeva und anderen. Sie alle sind große Persönlichkeiten, die das vedische Wissen so verbreiten, wie es von allen Acharyas akzeptiert wird. Deshalb sagt Arjuna zu Krishna, dass er alles, was er sage, als ganz und gar vollkommen akzeptiere. Sarvam etat ritam manye. Alles, was du sagst, akzeptiere ich als Wahrheit. Arjuna sagt auch, dass das Wesen des Herrn sehr schwer zu verstehen sei und dass selbst die großen Halbgötter nicht fähig seien, ihn zu begreifen. Das bedeutet, dass der Herr nicht einmal von Persönlichkeiten erkannt werden kann, die auf einer höheren Ebene stehen als die Menschen. Wie kann also ein Mensch Krishna verstehen, ohne sein Geweihter zu werden? Man sollte daher der Bhagavad Gita in einem Geist der Hingabe begegnen. Man darf nicht glauben, man sei Krishna ebenbürtig oder Krishna sei eine gewöhnliche oder auch eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Nach den Aussagen der Bhagavad Gita bzw. den Aussagen Arjunas, des Menschen, der die Bhagavad Gita zu verstehen sucht, ist Krishna zumindest theoretisch der höchste persönliche Gott. Wir sollten daher zumindest theoretisch Sri Krishna als den höchsten persönlichen Gott akzeptieren. Denn nur in dieser hingebungsvollen Haltung können wir die Bhagavad Gita verstehen.
Solange man die Bhagavad Gita nicht in einer hingebungsvollen Haltung liest, ist es sehr schwierig, die Bhagavad Gita zu verstehen, denn sie ist ein großes Geheimnis. Was ist die Bhagavad Gita nun eigentlich? Es ist das Ziel der Bhagavad Gita, die Menschheit aus der Unwissenheit des materiellen Daseins zu befreien. In gewisser Weise gleichen wir alle Arjuna, der sich in einer schwierigen Lage befand, als er in der Schlacht von Kurukshetra kämpfen sollte. Arjuna gab sich Sri Krishna hin, und somit verkündete der Herr ihm die Bhagavad Gita. Nicht nur Arjuna, sondern jeder von uns ist aufgrund des leidvollen materiellen Daseins voller Angst und Unruhe. Wir leben unsere jetzige Existenz in der Atmosphäre der Nicht-Existenz. Doch in Wirklichkeit sind wir nicht dazu bestimmt, von Nicht-Existenz bedroht zu sein. Unsere Existenz ist ewig. Doch auf irgendeine Weise sind wir in Asad geraten. Asad bedeutet das, was nicht existiert. Von unzähligen leidenden Menschen gibt es nur wenige, die nach der Wahrheit suchen und daher die grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens stellen. Wer bin ich? Warum bin ich in diese unangenehme Lage geraten? Und so weiter. Solange man nicht fragt, warum man leiden muss, und solange man nicht erkennt, dass man eigentlich nicht leiden will, sondern versuchen muss, eine Lösung für alle Leiden zu finden, kann man nicht als Mensch gelten. Menschsein beginnt, wenn diese Fragen in unserem Geist erwacht sind. Im Brahma Sutra werden Fragen dieser Art Brahma Jigyasa genannt. Jede Aktivität des Menschen muss als Fehlschlag betrachtet werden, solange er nicht nach dem Wesen des Absoluten forscht. Deshalb können diejenigen, die zu fragen beginnen, warum sie leiden, woher sie gekommen sind und wohin sie nach dem Tode gehen werden, die Bhagavad Gita verstehen. Auch sollte der ernsthafte Schüler eine unerschütterliche Ehrfurcht vor dem höchsten persönlichen Gott haben. Solch ein Schüler war Arjuna. Wenn die Menschheit das wirkliche Ziel des Lebens vergisst, kommt Sri Krishna aus der spirituellen Welt herab, um dieses Ziel wieder festzulegen. Doch selbst dann gibt es unter den vielen erwachenden Menschen vielleicht nur einen, der sein wirkliches Wesen zu verstehen beginnt. Und für ihn würde diese Bhagavad Gita gesprochen. Wir alle werden vom Tiger der Unwissenheit verfolgt, doch der Herr ist den Lebewesen gegenüber sehr barmherzig, besonders den Menschen gegenüber. Deshalb sprach er die Bhagavad Gita und machte seinen Freund Arjuna zu seinem Schüler. Als ewiger Gefährte Krishnas befand sich Arjuna jenseits aller Unwissenheit. Doch auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra wurde Arjuna in Unwissenheit versetzt, um Sri Krishna Fragen über die Probleme des Lebens stellen zu können, so dass der Herr sie zum Wohl der zukünftigen Generationen erklären und so den Pfad der Selbstverwirklichung darlegen konnte. Erst wenn die Menschen nach diesen Unterweisungen handeln, können sie den Sinn des menschlichen Lebens erfüllen. In der Bhagavad Gita sind 5 grundlegende Wahrheiten enthalten. Als erstes wird die Wissenschaft von Gott erläutert und daraufhin die wesenseigene Position der Lebewesen, Jivas. Es gibt Ishvara, den Kontrollierenden, und die Jivas, die Lebewesen, die kontrolliert werden. Wenn ein Lebewesen behauptet, es werde nicht kontrolliert, sondern sei frei, muss es als wahnsinnig angesehen werden. Das Lebewesen wird in jeder Hinsicht kontrolliert, zumindest in seinem bedingten Leben. Die Bhagavad Gita handelt also hauptsächlich von Ishvara, dem höchsten Kontrollierenden, und von den Jivas, den kontrollierten Lebewesen.
Prakriti, die materielle Natur, Kala, die Zeit, das heißt die Dauer der Existenz des gesamten Universums bzw. der Manifestation der materiellen Natur, und Karma, Aktivität, werden ebenfalls erörtert. Die gesamte kosmische Manifestation wird von den verschiedensten Aktivitäten erfüllt, denn alle Lebewesen sind aktiv. Von der Bhagavad Gita müssen wir lernen, was Gott ist, was die Lebewesen sind, was die materielle Natur ist, wie sie durch die Zeit kontrolliert wird und wie die Aktivitäten der Lebewesen beschaffen sind. Aus diesen fünf grundlegenden Punkten der Bhagavad Gita wird ersichtlich, dass der höchste Gott bzw. Krishna, Brahman, der höchste Kontrollierende oder Paramatma, wie immer man ihn auch nennen mag, der größte von allen ist. Die Lebewesen sind der Qualität nach mit dem höchsten Kontrollierenden eins. Wie in den späteren folgenden Kapiteln der Bhagavad Gita erklärt wird, kontrolliert der Herr zum Beispiel die universalen Geschehnisse, die materielle Natur und die Zeit. Die materielle Natur ist nicht unabhängig, sondern handelt nach den Anweisungen des höchsten Herrn. Wie Sri Krishna sagt, Prakriti ist unter meiner Führung aktiv. Wenn wir herrliche Dinge in der kosmischen Natur beobachten, sollten wir wissen, dass hinter dieser kosmischen Manifestation ein Kontrollierender steht. Nichts könnte sich manifestieren, ohne kontrolliert zu werden. Es ist kindisch, die Existenz des Kontrollierenden zu leugnen. Ein Kind zum Beispiel mag denken, ein Auto sei etwas Wunderbares, weil es fahren kann, ohne von einem Pferd oder einem anderen Tier gezogen zu werden. Doch ein vernünftiger Mensch weiß, wie das Auto angetrieben wird und dass sich hinter dieser Maschinerie ein Mensch, ein Fahrer, befindet. In ähnlicher Weise ist auch der höchste Herr ein Lenker, nach dessen Anweisungen alles geschieht. Der Herr sagt in der Bhagavad Gita, dass die Jivas, die Lebewesen, seine Bestandteile seien. Auch ein Körnchen von Gold ist Gold, und ein Tropfen Wasser aus dem Ozean ist ebenfalls salzig. Und dementsprechend haben auch wir, die Lebewesen, als Bestandteile des höchsten Kontrollierenden, Ishwaras, Bhagavans oder Sri Krishnas, alle Eigenschaften des höchsten Herrn in winzigem Ausmaß, denn wir sind nur winzige Ishwaras, untergeordnete Ishwaras. Wir versuchen, die Natur und in neuester Zeit auch den Weltraum und andere Planeten zu kontrollieren. Diese Neigung zu kontrollieren ist in uns, weil sie in Krishna ist. Doch obwohl wir das Verlangen haben, die materielle Natur zu beherrschen, sollten wir erkennen, dass wir keineswegs der höchste Kontrollierende sind. Dies wird in der Bhagavad Gita erklärt. Was ist die materielle Natur? Sie wird in der Gita als niedere Prakriti, als niedere Natur erklärt. Die Lebewesen sind von höherer Prakriti. Prakriti, ob nun von niederer oder höherer Natur, wird immer kontrolliert. Prakriti ist weiblich und wird vom Herrn kontrolliert, genau wie die Aktivitäten der Frau vom Ehemann kontrolliert werden. Prakriti ist immer untergeordnet und wird vom Herrn, dem höchsten Herrscher, beherrscht. Die Lebewesen und die materielle Natur werden also beide vom höchsten Herrn beherrscht und kontrolliert. In der Bhagavad Gita werden die Lebewesen, obgleich sie Bestandteile des höchsten Herrn sind, als Prakriti beschrieben. Dies wird im 5. Vers des 7. Kapitels der Bhagavad Gita deutlich. Apareyam itastva anyam. Diese Prakriti ist meine niedere Natur. Und weiter.
Prakritim vidhimi param jiva bhutam mahabaho. Und darüber hinaus gibt es eine andere Prakriti, jiva bhutam, das Lebewesen. Prakriti besteht aus drei Erscheinungsweisen: der Erscheinungsweise der Reinheit, der Erscheinungsweise der Leidenschaft und der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Über diesen Erscheinungsweisen befindet sich Kala, die ewige Zeit, und durch eine Kombination dieser Erscheinungsweisen der Natur und unter der Kontrolle und Aufsicht der ewigen Zeit führt das Lebewesen Aktivitäten aus, die Karma genannt werden. Diese Aktivitäten werden schon seit Beginn des materiellen Daseins ausgeführt, und daher erleiden oder genießen wir die Früchte unserer Aktivitäten seit unvordenklichen Zeiten. Nehmen wir zum Beispiel an, ich wäre ein Geschäftsmann und hätte sehr schwer gearbeitet und daher sehr viel Geld angehäuft. Dann könnte ich genießen. Wenn ich dagegen all mein Geld bei Geschäftereien verlöre, wäre ich der Leidtragende. In ähnlicher Weise genießen oder erleiden wir bei all unseren Handlungen die Ergebnisse unseres Tuns. Das wird Karma genannt. Ishvara, der höchste Herr, Jiva, das Lebewesen, Prakriti, die Natur, Kala, die ewige Zeit und Karma, Aktivität, werden in der Bhagavad Gita erklärt. Von diesen fünf sind der Herr, die Lebewesen, die materielle Natur und die Zeit ewig. Die Manifestation der Prakriti mag zwar zeitweilig sein, doch sie ist nicht falsch. Einige Philosophen behaupten, die Manifestation der materiellen Natur sei falsch, doch nach der Philosophie der Bhagavad Gita, der Philosophie der Vaishnavas, ist dies nicht der Fall. Die Manifestation der Welt wird nicht als falsch angesehen, sondern als wirklich, wenn auch nur als vorübergehend. Sie ist wie eine Wolke, die am Himmel vorüberzieht, oder wie das Eintreten der Regenzeit, die die Pflanzen wachsen lässt. Sobald die Regenzeit vorüber ist, die Wolke verschwindet, vertrocknen die Pflanzen, die vom Regen genährt wurden. Und so entsteht auch die materielle Manifestation in gewissen Zeitabständen, besteht für eine Weile und verschwindet daraufhin wieder. Dieser Kreislauf findet ewiglich statt, und deshalb ist Prakriti ewig. Sie ist nicht falsch. Der Herr nennt sie meine Prakriti. Die materielle Natur ist die abgesonderte Energie des höchsten Herrn, und auch die Lebewesen sind eine Energie des Höchsten, doch sie sind nicht von ihm getrennt. Sie sind ewiglich mit ihm verbunden. Der Herr, das Lebewesen, die materielle Natur und die Zeit sind miteinander verbunden, und sie alle sind ewig. Karma hingegen ist nicht ewig. Die Auswirkungen des Karma können noch aus Handlungen längst vergangenen Leben stammen. Wir erleiden oder genießen die Ergebnisse von Aktivitäten, die wir vor unverdenklichen Zeiten ausgeführt haben. Doch wir können die Ergebnisse unseres Karma, unserer Aktivität, verändern. Und diese Veränderung hängt von der Vollkommenheit unseres Wissens ab. Wir gehen den unterschiedlichsten Aktivitäten nach. Doch zweifellos wissen wir nicht, was wir tun sollen, um von den Aktionen und Reaktionen all dieser Aktivitäten befreit zu werden. Aus diesem Grund gibt uns die Bhagavad Gita Anweisungen, auf welche Weise wir handeln sollen. Ishvara ist das höchste Bewusstsein. Da die Jivas, die Lebewesen, Bestandteile des höchsten Herrn sind, haben auch sie ein Bewusstsein. Sowohl das Lebewesen als auch die materielle Natur werden als Prakriti,
als die Energie des höchsten Herrn erklärt. Aber eine von beiden, die Jiva, hat ein Bewusstsein. Die andere Prakriti hingegen hat kein Bewusstsein. Darin besteht der Unterschied. Da das Lebewesen ein Bewusstsein hat, das dem des Herrn ähnlich ist, bezeichnet man die Jiva Prakriti als die höhere Energie. Das Bewusstsein des Herrn jedoch ist das höchste, und daher sollte man niemals behaupten, das Bewusstsein der Jiva, des Lebewesens, befinde sich auf der gleichen Ebene. Die Lebewesen können auf keiner Stufe ihrer spirituellen Verwirklichung das höchste Bewusstsein erreichen, und eine Lehre, die das Gegenteil behauptet, ist eine Irrlehre. Die Jiva hat zwar ein Bewusstsein, aber weder ein vollkommenes noch ein vollständiges. Der Unterschied zwischen Jiva und Ishvara wird Gegenstand des 13. Kapitels der Bhagavad Gita sein. Der Herr und auch das Lebewesen sind Kshetra Ja. Das heißt, sie haben ein Bewusstsein, doch das Lebewesen ist sich nur seines jeweiligen Körpers bewusst, während sich der Herr aller Körper bewusst ist. Weil er im Herzen jedes Lebewesens weilt, ist es sich über die psychische Verfassung jeder einzelnen Jiva bewusst. Wir sollten diese Tatsache nicht vergessen. Es wird auch erklärt, dass der Paramatma, der höchste persönliche Gott, in jedem Herzen als Ishvara, als der Kontrollierende weilt, und dass er dem Lebewesen Anweisungen gibt, wie es seine Begehren befriedigen kann. Denn das Lebewesen vergisst, was es tun sollte. Zuerst entschließt es sich, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln und wird daraufhin in die Aktionen und Reaktionen dieser Handlung verstrickt. Nachdem es den einen Körper aufgegeben hat, geht es in einen anderen Körper ein, ähnlich wie man alte Kleider ablegt und neue anlegt. Die Seele erleidet, während sie auf diese Weise von einem Körper zum anderen wandert, die Aktionen und Reaktionen ihrer vergangenen Aktivitäten. Diese Aktivitäten können geändert werden, wenn sich das Lebewesen in der Erscheinungsweise der Reinheit befindet. Das heißt, wenn sein Geist geklärt ist und es versteht, welche Aktivitäten es ausführen sollte. Wenn es in diesem Sinne handelt, können alle Aktionen und Reaktionen auf vergangene Aktivitäten umgewandelt werden. Karma ist also nicht ewig. Deshalb stellten wir auch zuvor fest, dass Ishvara, Jiva, Prakriti und Kala ewig sind, wohingegen Karma zeitweilig ist. Der sich über alles bewusste Ishvara ähnelt dem Lebewesen insofern, als sowohl das Bewusstsein des Herrn wie auch das des Lebewesens transzendental ist. Bewusstsein wird nicht durch eine Verbindung materieller Elemente erzeugt. Diese Vorstellung ist falsch. Die Theorie, dass sich Bewusstsein unter bestimmten Umständen aus materiellen Verbindungen entwickelt, wird von der Bhagavad Gita nicht akzeptiert. Bewusstsein wird pervertiert, reflektiert, wenn es von Materie bedeckt ist, so wie auch Licht, das sich in farbigem Glas bricht, von bestimmter Farbe zu sein scheint. Das Bewusstsein des Herrn hingegen wird niemals von Materie berührt. Sri Krishna sagt, Maya Yakshena Prakritihi, die materielle Natur ist unter meiner Führung aktiv. Wenn der Herr in die materielle Welt herabsteigt, wird sein Bewusstsein von der Materie nicht berührt. Würde er davon beeinflusst werden, wäre er unfähig, über die Transzendenz zu sprechen, wie er es in der Bhagavad Gita tut.
Man kann nichts über die transzendentale Welt aussagen, solange man nicht vom materiell verunreinigten Bewusstsein völlig frei ist. Der Herr wird also nicht von der Materie verunreinigt. Unser Bewusstsein hingegen wird gegenwärtig von der Materie verunreinigt. Die Bhagavad Gita lehrt, dass wir dieses materiell befleckte Bewusstsein reinigen müssen. Wenn unser Bewusstsein gereinigt ist, werden unsere Handlungen mit dem Willen Ishwaras in Einklang stehen und wir werden glücklich werden. Es ist keinesfalls richtig, dass wir mit allen Aktivitäten aufhören sollen. Unsere Aktivitäten müssen vielmehr gereinigt werden. Und solche gereinigten Aktivitäten werden Bhakti genannt. Aktivitäten, die in Bhakti verrichtet werden, scheinen zwar gewöhnliche Aktivitäten zu sein, doch sie sind nicht verunreinigt. Einem unwissenden Menschen mag es zwar so vorkommen, als handle und arbeite ein Gottgeweihter, genau wie ein gewöhnlicher Mensch. Doch solch ein Mensch mit geringem Wissen weiß nicht, dass die Aktivitäten des Gottgeweihten oder die des Herrn nicht durch unreines Bewusstsein oder Materie befleckt sind. Sie sind transzendental, das heißt, sie befinden sich jenseits der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Wir sollten jedoch wissen, dass unser Bewusstsein im augenblicklichen Zustand verunreinigt ist. Wenn wir materiell verschmutzt sind, werden wir bedingt genannt. Falsches Bewusstsein entsteht, wenn man glaubt, ein Produkt der materiellen Natur zu sein. Diese Auffassung wird falsches Ich genannt. Wer sich mit seinen Gedanken auf der Ebene des Körpers befindet, kann seine wirkliche Situation nicht verstehen. Die Bhagavad Gita wurde gesprochen, um die Menschen von der körperlichen Auffassung des Lebens zu befreien. Und so übernahm Arjuna die Rolle des Schülers, um diese Unterweisungen vom Herrn empfangen zu können. Man muss von der körperlichen Auffassung des Lebens frei werden. Das ist der erste Schritt des Transzendentalisten. Wer frei werden will, muss als erstes lernen, dass der materielle Körper nicht seine wahre Identität ist. Mukti oder Befreiung bedeutet, vom materiellen Bewusstsein frei zu sein. Auch im Srimad Bhagavatam wird die Definition von Befreiung gegeben. Mukti bedeutet Befreiung vom verunreinigten Bewusstsein der materiellen Welt und verankert sein im reinen Bewusstsein. Alle Unterweisungen der Bhagavad Gita haben das Ziel, dieses reine Bewusstsein zu erwecken. Und daher fragt Krishna am Ende seiner Unterweisungen, ob Arjunas Bewusstsein nun gereinigt sei. Gereinigtes Bewusstsein bedeutet, in Übereinstimmung mit den Anweisungen des höchsten Herrn zu handeln. Da wir Bestandteile des Herrn sind, haben auch wir Bewusstsein. Doch wir neigen dazu, von den niederen Erscheinungsweisen beeinflusst zu werden. Der Herr jedoch wird, weil er der Höchste ist, niemals von ihnen beeinflusst. Das ist der Unterschied zwischen dem höchsten Herrn und den bedingten Seelen. Was versteht man unter diesem Bewusstsein? In diesem Bewusstsein denkt man, ich bin. Und was bin ich? Im unreinen Bewusstsein bedeutet, ich bin der Herr über alles, was ich überblicken kann, ich bin der Genießer. Die Welt dreht sich, weil jedes Lebewesen sich selbst für den Herrn und Schöpfer der materiellen Welt hält. Im materiellen Bewusstsein herrschen zwei Vorstellungen. Die eine lautet, ich bin der Schöpfer, und die andere, ich bin der Genießer. Doch in Wirklichkeit ist der höchste Herr sowohl der Schöpfer als auch der Genießende. Und als Bestandteile des höchsten Herrn sind die Lebewesen weder Schöpfer noch Genießer, sondern
Mitwirkende. Sie sind erschaffen und werden genossen. Jedes Teil einer Maschine, zum Beispiel, arbeitet mit dem gesamten Mechanismus zusammen und in ähnlicher Weise harmonisiert jedes Teil des Körpers mit dem gesamten Körper. Die Hände, Füße, Augen, Beine und so weiter sind Teile des Körpers. Doch sie sind nicht die eigentlichen Genießer. Der eigentliche Genießer ist der Magen. Die Beine bewegen sich, die Hände führen ihm Nahrung zu, die Zähne kauen und so weiter. Und so sind alle Teile des Körpers damit beschäftigt, den Magen zufriedenzustellen. Da der Magen der wichtigste Faktor für den körperlichen Aufbau ist, wird ihm alle Nahrung gegeben. Man nährt den Baum, indem man die Wurzeln bewässert, und man nährt den Körper, indem man den Magen füllt. Wenn der Körper gesund bleiben soll, müssen die Teile des Körpers zusammenwirken, um den Magen mit Nahrung zu versorgen. In ähnlicher Weise ist der höchste Herr der Genießende und Schöpfer, und wir als untergeordnete Lebewesen müssen zusammenwirken, um ihn zufriedenzustellen. Diese Zusammenarbeit wird uns wirklich helfen, wie auch die Nahrung, die dem Magen gegeben wird, allen anderen Teilen des Körpers zugute kommt. Würden die Finger, die Hand, die Nahrung selbst aufnehmen wollen, anstatt sie dem Magen zuzuführen, würden sie bei ihrer Bemühung enttäuscht werden. Der höchste Herr ist der Ursprung der gesamten Schöpfung und der Mittelpunkt aller Freude, und die Lebewesen sind dazu bestimmt, zusammenzuwirken, um sich in der Zusammenarbeit zu erfreuen. Die Beziehung zum höchsten Herrn gleicht der Beziehung des Dieners zum Meister. Wenn der Meister völlig zufriedengestellt ist, ist auch der Diener zufrieden. Daher sollte der höchste Herr zufriedengestellt werden. Auch wenn die Lebewesen die Neigung haben, selbst zum Schöpfer zu werden und die materielle Welt zu genießen. Diese Neigungen sind in den Lebewesen, weil auch der höchste Herr, der die manifestierende kosmische Welt erschaffen hat, all diese Neigungen besitzt. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass sich das vollkommene Ganze aus dem höchsten Kontrollierenden, den kontrollierten Lebewesen, der kosmischen Manifestation, der ewigen Zeit und dem Karma bzw. den Aktivitäten zusammensetzt. All dies zusammen bildet das vollkommene Ganze, und das vollkommene Ganze wird die höchste absolute Wahrheit genannt. Das vollkommene Ganze, die höchste absolute Wahrheit, ist der höchste persönliche Gott, Sri Krishna. Alle Manifestationen haben ihren Ursprung in seinen verschiedenen Energien. Er ist das vollkommene Ganze. In der Gita wird ebenfalls erklärt, dass auch das unpersönliche Brahman dem Vollkommenen untergeordnet ist. Eindeutiger noch wird das Brahman im Brahma Sutra durch den Vergleich mit den Sonnenstrahlen erläutert. Das unpersönliche Brahman besteht aus den leuchtenden Strahlen des höchsten persönlichen Gottes. Die Erkenntnis des unpersönlichen Brahman und auch die Erkenntnis des Paramatma ist nur eine unvollkommene Erkenntnis des absoluten Ganzen. Wie wir aus dem 12. Kapitel ersehen können, befindet sich der höchste persönliche Gott Purushottama über der unpersönlichen Brahman-Erkenntnis und der Erkenntnis des Paramatma. Der höchste persönliche Gott wird Sachit Ananda Vigraha genannt. Die Brahma Samhita beginnt mit folgendem Vers: Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna ist die Ursache aller Ursachen. Er
ist die urerste Ursache, und er ist die reine Gestalt ewigen Seins, ewigen Wissens und ewiger Glückseligkeit. Brahma Samhita 5.1. Unpersönliche Brahman-Erkenntnis ist die Erkenntnis seines Sat, Ewigkeitsaspektes. Paramatma-Erkenntnis ist die Erkenntnis des Chit, ewigen Wissensaspektes. Doch die Verwirklichung des persönlichen Gottes Krishna ist die Erkenntnis aller transzendentalen Aspekte. Sat, Chit, Ananda. Sein, Wissen und Glückseligkeit in vollkommener Vigraha, Gestalt. Weniger intelligente Menschen glauben, die höchste Wahrheit sei unpersönlich. Doch er ist eine transzendentale Person, und dies wird in allen vedischen Schriften bestätigt. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Wie wir alle individuelle Lebewesen sind und eine uns eigene Persönlichkeit besitzen, so ist auch die höchste absolute Wahrheit letztlich eine Person. Und die Erkenntnis des persönlichen Gottes bedeutet die Erkenntnis aller transzendentalen Aspekte. Das vollkommene Ganze ist nicht formlos. Wäre er formlos oder weniger als irgendetwas in seiner Schöpfung, könnte er nicht das vollkommene Ganze sein. Das vollkommene Ganze muss alles beinhalten, was innerhalb und außerhalb unserer Erfahrung liegt, denn sonst wäre es nicht vollkommen. Das vollkommene Ganze, der persönliche Gott, besitzt unermessliche Energien. Wie Krishna durch verschiedene Energien wirkt, wird ebenfalls in der Bhagavad Gita erklärt. Die Erscheinungswelt bzw. die materielle Welt, in der wir uns jetzt befinden, ist nach der Sankhya-Philosophie ebenfalls in sich selbst vollkommen, weil die 24 Elemente, aus denen das materielle Universum vorübergehend manifestiert wird, völlig darauf abgestimmt sind, alle Mittel hervorzubringen, die zur Erhaltung und Versorgung des Universums notwendig sind. Nichts ist überflüssig, noch mangelt es an irgendwelchen Dingen. Diese Manifestation hat ihre eigene Zeit, die durch die Energie des höchsten Ganzen festgelegt ist. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, werden die zeitweiligen Manifestationen durch die vollkommene Einrichtung des Vollkommenen aufgelöst. Den winzigen vollkommenen Teilchen, den Lebewesen, sind vollkommene Möglichkeiten gegeben, den Vollkommenen zu erkennen. Und alle Arten von Unvollkommenheit werden nur erfahren, weil das Wissen vom Vollkommenen unvollkommen ist. Die Bhagavad Gita beinhaltet also das gesamte Wissen der vedischen Weisheit. Das vedische Wissen ist unfehlbar und wird daher von den Hindus als vollkommen akzeptiert. Zum Beispiel ist der Dung der Kuh der Kot eines Tieres, und nach der Spriti, der vedischen Unterweisung, muss man, wenn man den Kot eines Tieres berührt hat, ein Bad nehmen, um sich zu reinigen. In den vedischen Schriften wird nun aber gesagt, dass der Dung der Kuh eine reinigende Wirkung hat. Man mag denken, dies sei ein Widerspruch, doch diese Aussage wird als Wahrheit akzeptiert, weil es eine vedische Unterweisung ist. Wenn man die Veden auf diese Art und Weise akzeptiert, wird man keinen Fehler begehen. In jüngster Zeit hat sogar die moderne Wissenschaft herausgefunden, dass im Dung der Kuh alle antiseptischen Eigenschaften enthalten sind. Das vedische Wissen ist also vollkommen, denn es ist über alle Zweifel und Fehler erhaben. Die Bhagavad Gita ist die Essenz des gesamten vedischen Wissens. Vedisches Wissen hat nicht mit Forschung zu tun. Unsere Forschungsarbeit ist immer unvollkommen, weil wir die Dinge nur mit unseren unvollkommenen Sinnen untersuchen. Wie in der Bhagavad Gita gesagt wird, müssen wir das vollkommene Wissen akzeptieren,
das uns durch die Guru Parampara, die Nachfolge der geistigen Meister, überliefert wird. Wir müssen Wissen aus der richtigen Quelle, das heißt von der Nachfolge der geistigen Meister empfangen, die mit dem höchsten geistigen Meister, dem Herrn selbst, beginnt. Arjuna, der von Krishna unterwiesen wird, akzeptiert alles, was der Herr sagt, ohne ihm zu widersprechen. Man darf nicht den Fehler begehen, einen Teil der Bhagavad Gita zu akzeptieren und einen anderen abzulehnen. Wir müssen die Bhagavad Gita vielmehr akzeptieren, wie sie ist, ohne sie nach unserem Gutdünken auszulegen oder etwas auszulassen. Die Gita muss als die Essenz des vedischen Wissens angesehen werden. Das vedische Wissen wird aus transzendentalen Quellen empfangen, und die ersten Worte wurden vom Herrn selbst gesprochen. Die Worte, die von Gott gesprochen werden, unterscheiden sich von denen, die von einem Menschen der irdischen Welt geäußert werden, denn dieser ist vier Unvollkommenheiten unterworfen. Erstens, er begeht mit Sicherheit Fehler. Zweitens, er hat unvermeidlich falsche Vorstellungen. Drittens, er hat die Neigung, andere zu betrügen. Und viertens, er ist durch unvollkommenes Sinne beschränkt. Aufgrund dieser vier Unvollkommenheiten kann man kein allumfassendes Wissen vermitteln. Das vedische Wissen wird jedoch nicht von solch unvollkommenen Lebewesen überliefert. Es wurde vom Herzen Brahmas, des zuerst erschaffenen Lebewesens, offenbart, und Brahma gab dieses Wissen an seine Söhne und Schüler so weiter, wie er es ursprünglich vom Herrn empfangen hatte. Der Herr ist Purnam, in jeder Beziehung vollkommen, und daher ist er niemals den Gesetzen der materiellen Natur unterworfen. Man sollte deshalb intelligent genug sein, zu erkennen, dass der Herr der einzige Besitzer aller Dinge im Universum und der ursprüngliche Schöpfer und somit auch der Schöpfer Brahmas ist. Weil Brahma als Pitamaha, Großvater, bezeichnet wird, wird der Herr im 11. Kapitel als Prapitamaha angesprochen, denn er ist der Schöpfer des Großvaters. Niemand sollte also behaupten, irgendetwas zu besitzen. Man darf nur die Dinge annehmen, die einem zur Erhaltung des Körpers von Gott zur Verfügung gestellt werden.